Es wird gerade wieder dunkel und ich teste hier nach langer Zeit mal wieder auf den Don Kaulbarsch und Co. Denn hier an der Stelle soll er ganz gut laufen und es wurde natürlich auch schon wieder eine Trophy gefangen. Der Captain Obvious hat hier im Discord was gepostet und ich probiere es auch mal. Also raus damit. 1, 2, 3. Das ist jetzt hier die, naja, sagen wir mal, anderthalbste Nacht sozusagen. Ich habe zwischendurch immer mal ein bisschen probiert. Dann habe ich erstmal schön lecker gerade Essen gemacht. Und jetzt wird hier nochmal getestet. In den Abendstunden geht es jetzt natürlich los. Bis in die Morgenstunden. Zuletzt sogar noch ein Don, der reingegangen ist um, ja, so circa 7 Uhr. Also die gehen immer mal wieder auch gut in den Morgenstunden. Morgen und Abend. Wenn wir mal kurz reingucken hier in den Kescher, es sind einige Don Kaulbarsch schon hier. Allerdings, wie gesagt, auch schon mit verschiedenen Nächten vorhin ein bisschen rumprobiert. Der größte bisher 205 Gramm. Kann man also machen. Und wenn wir hier nochmal eben gucken, alle Fische nach Gewicht sozusagen. Na klar, es sind auch immer wieder ein paar Brassen mit dabei. Aber eben auch, und das ist richtig nice, Güster ohne Ende. Güster, 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 Güster. Auch hier oben fast die Trophy noch wieder mitbekommen. 790 Gramm Güster. Also, das sieht auch richtig gut aus. Kann man also gut nebenbei auch nochmal die Güster machen. Und dann immer wieder der Kaulbarsch dabei, Flusskrebs dabei und so weiter. Kauli, 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 Kaulbarsch, Don Kaulbarsch und so weiter. Also, gar nicht so schlecht. Und jetzt haben wir gerade auch noch richtig schön warmes Wetter. Als ich vor Monaten meine Don Trophy endlich hatte, war es auch richtig schön warm. Da war so eine richtige, ja, so eine richtige Hitzewelle. Und dann auch in den Chats richtig Rekorde. Ein Don Trophy nach der anderen. Und ich gucke gerade mal eben rein. Wir haben es jetzt. Ja, guck mal. Also 23 Grad. Und Sonnenschein, gerne auch noch 24, 25 Grad, gerne noch wärmer. Dann hat das zuletzt immer ganz gut geklappt mit dem Don. Ja, und jetzt mal eben gucken, wie das denn hier läuft. Setup natürlich ganz simpel, da muss man gar nicht viel Theater machen. Ich hatte meinen Don früher auf dem, hier nur auf der Monoschnur. 12 Kilo Monoschnur, also eine richtig dicke Monoschnur, ohne Vorfach. Einfach so, wie es ist, rein und dann gib ihm. Was ich jetzt gemacht habe, ich hatte vorher einen 20er Haken. Ich habe jetzt hier einen 18er Haken verwendet. Der Don Kaulbarsch ist ja seit einigen Monaten ja deutlich leichter zu fangen. Er hat ein höheres Durchschnittsgewicht bekommen. Dadurch fängt man jetzt deutlich leichter den Don oder deutlich größere Dons auch. Und ja, dadurch, dass es eben jetzt ein höheres Durchschnittsgewicht ist, habe ich jetzt einfach auch den 18er Haken wieder genommen und versuche jetzt hier vielleicht einfach nochmal die Super Trophy zu fangen oder so. Oh, kann man ja mal machen. Schön auf Super Trophy Don Kaulbarsch angeln. Warum auch nicht? So, also komplettes Setup. Alle drei Routen mit Mistwurm. Ich habe zwischendurch auch einen Regenwurm verwendet. Hat man auch immer wieder Glück mit, dass der Don auf dem Regenwurm geht. Hier an der Stelle, ich muss mal eben gucken, wo das ungefähr war vorhin. Da waren dann schlagartig auch direkt Giebel dabei. Ich finde es gerade nicht. Aber dann kommt halt auf einmal sowas wie ein Giebel auch mit rein. Das muss man ja nicht unbedingt. Also wenn jetzt hier dann die Giebel reingehen auf dem Regenwurm, dann doch lieber zurück auf den Mistwurm und dann vielleicht hier mit ein bisschen Glück auch noch ein paar Güster ziehen. Das lohnt sich dann auch richtig. So, von der Entfernung hier, ich habe jetzt ein bisschen getestet, so zwischen 8 und 10 Meter ungefähr. 8 und 10 Meter der Clip, so weit rausgeworfen und dann reicht das eigentlich auch schon. Zack, da geht es weiter hier mit den Güster. So, ich glaube, das sind jetzt ungefähr, ja, um die 9 Meter waren das jetzt hier. Genau, vom Untergrund und allem, das ist alles nicht so wirklich relevant. Eine Möglichkeit ist es ja, dass man sagt, okay, man verscheucht alles andere. Man geht extra mit einem großen, dicken Setup rein, was eine hohe Scheuchwirkung hat, weil es dem Don irgendwie wohl egal ist. Also, das war auch mein Ansatz vor Monaten. Deswegen eben diese 12 Kilo dicke Monoschnur.
Es verscheucht relativ viele Fische, die dann einfach den Köder freigeben für den Don. Also alles andere verscheuchen, wenn man hier nicht die hohe Frequenz haben will, wenn man nur den Don haben will, wenn man sich die Taschen voll machen will und Kaffeeaufträge machen will, dann nimmt man natürlich hier eine kleine dünne Schnur, entweder Fluorocarbon oder Mono mit 3-4 Kilo, reicht komplett aus und dann gib ihm. Eine Möglichkeit wäre dann hier auch noch dieses Vorfachsmaterial für Karpfen zu verwenden. Das ist geflochtenes Vorfachsmaterial, sehr schön flexibel, wie gesagt. Und passt sich dem Untergrund gut an und dann ist es auch noch sehr schön dünn für diese Tragfähigkeit, also absolut geeignet und das funktioniert auch immer wieder gut. Ja, Flusskrebs und so weiter, Muscheln gehen auch zwischendurch rein, aber hier nicht ganz so viele, hauptsächlich wie gesagt Güster, zwischendurch mal einen Kaulbarsch und dann der Don. Jetzt haben wir es gerade 23 Uhr. Ich sag mal so, bis 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens auf jeden Fall durchtesten. Manchmal kann man auch einfach bis 10 Uhr hier stehen und danach kann man ja wieder den Spot wechseln oder einfach ein bisschen andere Köder testen, damit das hier weitergeht. Oder einfach mit der Stippe weitermachen, Lauben und Hasel suchen. Wir sind hier an der Stelle auf der Map, also relativ mittig. Und dann gibt es ja hier oben immer wieder, hier ist so ein Baum, da gibt es eine Möglichkeit auch auf Hasel zu gehen, beziehungsweise auf Lauben. Also hier die Area dann mal testen. Ansonsten natürlich auch noch weiter oben, hier in dem Bereich, auch das ganz klassisch, was halt immer wieder geht, auch für Döbel, wenn man hier Spinning machen will. Und so kriegt man dann den Tag so ein bisschen rum und in den Abendstunden geht es dann halt wieder zurück an dem Spot und dann wird hier auf Don geangelt. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Ich ziehe das jetzt hier natürlich wieder durch und dann ganz wichtig natürlich die Kaffeeaufträge machen. Das ist natürlich essentiell. Gerade am Windenbach kann man da richtig viele Kaffeeaufträge machen. Zack, da ist er schon. Der Don, 108 Gramm. Schmeckt, nehmen wir doch gerne mit. Also direkt wieder raus hier. Und weiter geht's. Da hat es ein bisschen Dollar eingeschlagen gerade. Ja, ein oller Döbel. Aber so kann sich das doch sehen lassen. Und vielleicht ballert hier auch gleich noch die Trophy rein. Mal wieder. Mittlerweile, wie gesagt, deutlich einfacher zu fangen, der Lümmel. Also, ja, so viel zu dem Spot. Dankeschön an Captain Obvious fürs Teilen im Discord. Link zum Discord unterm Video. Da gibt es jede Menge Infos, jede Menge Spots immer wieder von ganz, ganz vielen tausend Usern, die sich das anschauen und teilen. Und ja, ich ziehe jetzt hier weiter durch. Vielleicht rasselt noch was rein. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.